Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Tales of Symphonia. Wir sind pleite und müssen erstmal Geld verdienen. So kann man eine Begrüßung auch starten. Und aber das machen wir jetzt auch. Wir verdienen uns jetzt erstmal ein paar Kröten. Wir haben zwar schon ein bisschen Verbesserung gekauft, aber wir wollen natürlich noch besser werden. Wir wollen natürlich der Beste werden. Damit wir auch am besten bewaffnet sind. Uns vor Feinden zu schützen. Mein Gott, heute ist das Reden echt schwer. Komm. Don't overdo it. Darf man so böse sein und sagen, stirb, kleiner Mario. Are you okay? Kann das sagen? Dankeschön. Alright. 116 galt, easy verdient. So ist das. So geht das. Viel besser als das bei dem Kochen. Bei dem Kochen haben wir ja kaum eine Kröte verdient. Ah, hier ist neuer. Oh, hier sind zwei am Strand auch noch. This is gonna be a piece of cake. Okay, uno momento. Erst einmal nehmen wir uns ein magisches Auge. There. Und, Achso, wir sind für den. Okay. Sword Rain. Muss gerade erstmal gucken, wieso sind wir nicht auf das Monster hier spezialisiert? Ja, drauf. Sword Rain. Meiner? Dankeschön. 50 galt nur. Was? Da war ja nix. Da war ja echt schnell wieder aufs Land, ey. Genau hier. Ey. Das will ich nicht. Es hat Angst vor uns. Diese Marienkäfer. Angst vor uns. Sharpness. Sword Rain. Naja. So geht's jetzt natürlich auch. Nein, ich dachte, ich schaff's ohne Schaden zu erleiden. Nein, das gibt's nicht. So, 116 galt, das ist schön. Ich bin gerade sehr, sehr aufgeweckt, merkt man gerade. Also ich bin zwar kurz vorm Einschlafen, aber ich bin voller Tatendrang und möchte unbedingt so weit wie möglich kommen, weil ich gerade richtig Spaß an diesem Spiel gefunden habe. Das ist bei mir bei jedem Let's Play so. Ich denke mir am Anfang immer so, ach nein, ich muss so aufnehmen. Okay? Ich mag es nicht so gedrungen, kurz Aufnahmen, weil es so richtig lustig machen. Aber es funktioniert derzeit nicht, weil die letzten zwei Wochen einfach so crap waren. Und dementsprechend schaffe ich es nicht, irgendwie eine Großaufnahme hinzubekommen. Oh nein. Aber zweimal Kirima und zweimal Kohl, sehr schön. Und ist immer super wie die Lust so nach dem Motto, oh nein, ich muss da aufnehmen. Aber dann, wenn ich bei der Aufnahme bin, dann... What the fuck? Dann geht's teilweise richtig ab. So, First Aid haben wir bekommen. Da! Fick dich, kleiner Marienkäfer. Fick dich einfach. Na komm, fick dich. Oh nein, sie ist vergiftet. Das richten wir mal ganz kurz. Und zwar mit Wundermittel. Wir haben ja genug davon. Don't overdo it. So, auf geht's. Und. Boah, das war so klar. Das war. Das kurz vor, weißt du? Kurz vorher und nein. Apfelgel. 242 galt, meine Lieben. 242. Wie viel haben wir jetzt schon wieder verdient? 700 haben wir schon wieder. Geil. Wir hatten, glaube ich, 11. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir 11. Ich bin gerade richtig froh, schon wieder zu Galt zu kommen. Wir brauchen ja ein paar Tausender noch, um uns voll auszurüsten. Weil ich möchte am liebsten jetzt erstmal Galt sammeln, damit wir erstmal alles kaufen können, was wir wollen. Und uns dann komplett vorzubereiten, das nächste Galt zu sparen, falls wir Mittel brauchen. Keine Ahnung, Herzmittel oder so. Keine Ahnung. Dafür brauche ich das jetzt ein bisschen an Sparen. Dass wir wirklich auch in engen Zeiten. Wenn wir mehrmals okay? draufgehen, dass das Geld langsam verschwindet und wir keinen Kampf gewinnen. Harte Gegner oder sowas, dann, dass wir dann einfach noch ein bisschen Geld zur Seite gelegt haben, dass wir dann immer eben das Geld nutzen können. So, wir gehen aber trotzdem erstmal kurzzeitig hier hin. Novas Wohnwagen. Okay. Wer seid ihr? Du liebe Zeit. Wir haben nicht auf Besuch, kann ich euch helfen? Nein, wir sind auf der Durchreise. Sind wir auf der Pilgerfahrt? Nein, wir reisen, um die Tierwelt zu erforschen. Ich bin Zoologe. Wirklich?
Das ist ein seltsames Unterfangen in diesen schweren Zeiten. Au! Die Welt bereisen, um das eigene Wissen zu vermehren. Wie wundervoll! Ich sehe mir einfach gern alle Arten von seltenen Tieren an. Wir haben sogar einen riesigen leuchtenden Vogel gesehen. Leuchtenden Vogel? Das kann Aska gewesen sein, der Elementargeist des Lichts. Wirklich? Dieser Vogel ist ein Elementargeist? Ich verstehe. Es würde erklären, warum ich diese Spezies noch nie gesehen habe. Erzähl uns von ihm. Die Informationen können uns gelegen kommen. Und außerdem möchte ich die Geschichte hören. In diesem Falle denke ich, wäre es besser, meine Kinder zu befragen. Ich habe den Vogel nicht richtig gesehen. Okay, ich werde sie befragen. Hatten wir solche ähnlichen Gespräche nicht schon mal? Nur mit einem Baum? War ich hier auch rein? Nee. Ah, ich kann ja mal speichern. Komm, das machen wir mal eben vorher. Wir speichern mal eben ab. Und komm, gehen wir mal hier direkt hin. Ah, hier. Sarah, vielen Dank nochmal. Leute, du kennst sie? Sie hat uns mal geholfen, als wir zwei allein unterwegs waren. Oh, vielen Dank, dass sie sich um die Kinder gekümmert haben. Da waren wir ein Vergnügen. Sarah, wir möchten dich etwas fragen. Falls sie irgendwas über den leuchtenden Vogel weiß, würdest du uns das gerne sagen? Ich denke, der Vogel taucht nur im steilen, unzugänglichen Gebirge auf, wo man nicht zu Fuß hinkommt. Wie kommst du drauf? Wir waren überall, wo man zu Fuß hinkam. Wenn auch an solchen Orten erschienen, hätten wir ihn sicher schon gesehen. So? Wir haben die Informationen. Wir fragen mal eben die anderen noch mal eben. Ich habe niemals Nüsse von dem Baum gepflückt. Und die machen ein schönes Geräusch. Das ist... Können wir sie mal sehen? Das ist also eine linke Nuss. Sie macht wirklich ein schönes Geräusch. Oh, das war Leute. Die könnt ihr behalten. Ich habe noch mehr. Das ist sehr nett, ich danke dir. Linker Nuss. Okay, wir hatten schon von einer anderen Nuss gehört. Erzähl uns doch mal genau, wie das war, als ihr den leuchtenden Vogel gesehen habt. Ah, das war auf dem Wasserpfad. Wir hatten unsere Lager in der Nähe des Gipfels aufgeschlagen, da erschien der leuchtende Vogel. Der Wasserpfad? Außerdem herrschte an dem Tag starker Wind. In der Nähe spielte ein Baum eine mysteriöse Melodie, als die Nüsse vom Wind schaukelten. Es klang wie ein schönes Lied. Nüsse, die von einem... die eine mysteriöse Melodie spielen? Was soll das denn sein? Das war bestimmt der linke Baum, der angeblich hoch in den... der angeblich in hochliegenden Gebieten wächst. Wenn die Nüsse im Wind wehen, sollen sie ein hübsches Geräusch machen, wie Glöckchen. Ich muss echt die Stimmen mal anpassen. Ich wusste nicht, dass es solche Bäume gibt. Aber können wir Aska denn nicht einfach auf dem Wasserpfad finden? Nein, der Baum ist nicht mehr da. Er wurde entweder gefällt, verpflanzt oder bei einem Erdrutsch oder sowas ähnliches fortgetragen. Stimmt, wir haben dort beim letzten Mal keinen derartigen Baum gesehen. Da war ein Baumstumpf in der Nähe des Gipfels. Vielleicht war er das. Wir haben die ganze Welt bereist, aber wir haben den Baum nie wieder gesehen. Angeblich ist diese Baumart durch übermäßige Ausbeutung und Naturkatastrophen ausgestorben. Es wird sicher nicht einfach einzufinden. Ich fasse die Situation zusammen, in der sie den leuchtenden Vogel gesehen haben. Sie begegneten ihm das erste Mal auf dem Wasserpfad. Das bedeutet, dass der leuchtende Vogel nur in hochliegenden Gebieten vorkommt. Danach erzeugten die Nüsse des linken Baums eine wundervolle Melodie. Schließlich herrschte an dem Tag noch ein starker Wind und der Klang der linken Nüsse wurde vom Wind über eine große Distanz weitergetragen. Das dürfte es ganz grob gewesen sein. Sie sagten, dass sie, nachdem sie die Welt bereist hatten, zurück zum Wasserpfad gingen, aber der linke Baum war bereits verschwunden. Und sie müssen noch einen weiteren linken Baum auf ihrer Reise finden.
die sie bisher gesehen haben, waren zu Fuß nicht erreichbar. Das heißt für uns, dass wir den Linkerbaum in einer Gegend suchen müssen, die man nicht zu Fuß besteigen kann. Das ist doch möglich. Ja, nun, wir müssen nicht sofort auf dem, uns nicht sofort auf den Weg machen. Und auch wenn wir einen Linkerbaum finden würden, würde es uns nicht weiterhelfen, wenn er tot wäre. Das Erzeugen einer Melodie und das Weitertragen eines Klangs mit dem Wind klingt auch nicht gerade einfach. Können Sie einen Totenbaum nicht irgendwie mit Ihren Heilkräften wiederbeleben? Meine Kräfte sind meine Kräfte allein würden nicht ausreichen. Um ihn zu heilen, was bereits tot ist, benötige ich etwas mehr Fähigkeiten. Etwas, das meine Fähigkeiten stärkt. Etwas, das den Lebenswillen des Linkerbaums weckt. Beispielsweise ein Exvio oder auch ein Fragment davon. Wenn er tot ist, heißt es auch, dass der Boden dort schwach ist. Wir müssen die Erde nähren, damit er wieder Nährstoffe bekommt. Außer Papst wüsste ich niemanden, der vielleicht eine Exvio übrig hat. Vielleicht gibt es noch andere Zwerge. Sie könnten auch einen haben. Aber wir können nichts tun. Lasst uns Aska aufgeben. Faszinierend. Wow. Ich verstehe, es ist beeindruckend, wie ihr herausbekommen habt, wie es funktioniert. Wir wissen nur, dass es schwer ist, Aska zu treffen. Nun vielleicht. Ich habe bereits die Daten notiert, die ihr gesammelt habt. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr sie hören wollt. Okay. Wollen wir sie hören? Ja, wollen wir. Was ist's? Notizen zum leuchtenden Vogel. Sicher. Standort des Linkerbaums. Der Linkerbaum wächst vermutlich an einem zu Fuß nicht erreichbaren Ort. Ist der Linkerbaum tot, müssen Rains Heilkünste gestärkt, der Lebensmittel des Baums geweckt und der Boden genährt werden. Danke. Keine Ursache. Ja, das war's. Wir speichern nochmal eben schnell ab. Das wollte ich nicht. So. Den anderen kann ich hier löschen. Nicht da. Anpassen? Nee, anpassen sind ja Optionen. Egal, lösche ich den später. Sieht mir doof aus wie in so einem hohen Wagen, ne? So, wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Items. Oh, da befinden wir uns, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen dann wieder Richtung Norden. Mal hier entlang, hier ist auch ein Weg. Wir folgen mal dem Weg, komm, den Moppelchen holen wir uns mal eben. One right after another. So, wir greifen mal wieder an. Wir wollen uns natürlich die 230, 240, was wir hier bekommen. So, das wollen wir natürlich machen. Dementsprechend greifen wir jetzt einfach mit voller Wucht an. Alles. Ey, willst du mich verarschen? 230, ja, guck mal. Habe ich doch gut geschätzt. 141 XP, das sieht doch gut aus. Wir schauen mal überhaupt nach, wie sieht es denn eigentlich aus? Oh, bei mir dauert es noch. Rain ist kurz vom Level Up. Das ist gut. Blatt hat auch erst ihr Level Up bekommen. Also, die hat auch so viel. So viel. Jean ist auch. What the fuck? Aber wir sind alle im Bereich 14, 15. Das ist gut. Das ist richtig gut. Oh, ich hasse die Kamera so. Ich hasse die einfach so. Da ist eine Insel, da ist ein Turm. Okay, einmal Items, Karte. Die Insel sehen wir gar nicht. Die ist auf jeden Fall nicht hier auf der Karte verzeichnet, die ist weiter unten. Okay. Gut, dann gehen wir wieder. Ja, ich hatte jetzt keine Lust, jetzt die zu bekämpfen.
Na, der Schnelle, das sind bestimmt irgendwelche Ritter oder... Ja, genau. Ey, mit Ritter weiß ich nicht. Warte, un momento, einmal ganz kurz. Nutzer, magisches Auge. Soldat. Don't overdo it. Here we go. Hit. Demon Fang. So, bevor jetzt irgendwas passiert, nochmal magisches Auge. Hä? War der Soldat nicht down? Also ist er auf jeden Fall umgefallen. Ja, war das ein Konter? Ernsthaft? Ich dachte gerade, ich wäre kurz vor Tod, aber ich habe über 900 HP. Wir haben Brötchen bekommen und nur 105 Gold, das ist ja nicht viel. So, erstmal ein bisschen die Länder beruhigen. Eventuell kriegen wir es auch hin, irgendwie den Stein zu finden, womit wir die Landschaft komplett frei kriegen. Ernsthaft. Da ist noch einer, wieder so. Give them no quarter. Oh. Ernsthaft, die legen sich mit uns an. Herzlichen Glückwunsch, sie sind gleich tot. Ist einfach, ist mal so, so klassisch einfach gesagt. 116, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, hier war ein Stein. Fernsicht verfügbar für O, Palma Costa und Thoda. Sehr schön, jetzt können wir mal mit J machen. Ja, warte, eben ganz kurz Karte gucken. Sind wir in einer Sackgasse gelandet? Dann müssten wir eigentlich drüber, wo? Geht das? Einmal kurz. Ups. Einmal kurz. Wow, richtige Taste weg. Ach, hier geht's entlang. Okay. Mal irgendwie in die nächste Stadt kommen. Vielleicht gibt es da wieder bessere Ausrüstung. Da will ich erstmal nicht hin. Okay. Was ist denn mit dem, Alter? Give them no quarter. Was war denn mit dem? Sword Rain. Alles klar. Sword Rain. Sword Rain. Don't overdo it. Jetzt kann ich gar nicht ganz so. Kein Ding ins Wahnsinn setzen. Aber wir sind wieder voll in dem Sud. Ich muss mal ein bisschen mehr Enthusiasmus hier reinbringen. Ey, der letzte gehört mir. Der letzte gehört mir. Aber sowas. Meiner. Willst du mich verarschen? Einmal Kirima und einmal Kohl. Kirima klingt fast wieder wie ein japanischer Name. Ist bestimmt auch sowas. Was ist denn das? Sieht mir nach so einem Bauerndorf aus. Haus des Heils. Wir bleiben da erstmal weg. Wir können erstmal in die Richtung gehen, die hatten wir jetzt gerade noch nicht gesehen. Da hinten ist was, hinten rechts gewesen. One right after another. Oh, Alter, schon wieder. Don't overdo it. First aid. Schon wieder so ein Viecher hier, gibt's ja auch nicht. Like that? Won't work. Sword rain. Hellhammer. So, erstmal ja. Alles wegklatschen. Double Demon Fang. Alles erstmal wegklatschen hier, was geht. Dankeschön. Todeskette, sehr schön. Zweimal Kirima, zweimal Kohl, sehr schön. Die kriegen echt viel Kohl zusammen. Meine Fresse. Achso, das ist eine Brücke, okay. Ich habe eine Brücke gefunden. Eine Brücke. Lass mich raten, hier sind auch noch Tiere drauf. Oh, dahinter. Don't get too comfortable. War das die Hitze mit dem tiefen Zaun? What the fuck? Direkt mal magisches Auge drauf. Hexe.
900, ja, ich sehe. So, nehmen wir uns erstmal einen Bogenschützen vor, der geht mir nicht. Die geben mir mal Meißel auf den Sack, die greifen mir mal von hinten an, das ist unfair. Sonst ist eine Nahkampfform mit dem Bogen. Alle auf die Hexe! Sonic Thrust! Ach, meiner? Lloyd, you need to remember that enemy's weakness. Aw, oh man, you're making me study here, too. Brötchen. Wir haben Brötchen bekommen. Okay, ich gucke mal mich gerade um, ob ich so den Stein für hier finde. Weil eigentlich müsste hier dann auch ein Stein sein. Was ist denn dahinter? Hinter der Kuppel. Let's go! Too slow! Sword rain! Are you okay? Too slow! Sword rain! First aid! Okay, da kann ich wieder die Endlos-Kombo einsetzen. Dankeschön. Und hier gleich mit. Wir haben Blechschild bekommen. Und Reis. Das ist eine gute Ausbeute, muss ich sagen. Bartschel, Bartschel. Ernsthaft, ernsthaft, sonst greifen sie nicht an. Sonst laufen sie mal dran vorbei. Ja, ich hab mal wieder Guardian zu früh eingesetzt. Ich hab das Problem, wenn die direkt angreifen und ich sehe, dass sie angreifen und das dann einsetzen würden, dann würde ich es verkacken. 100% würde ich es dann verkacken. Weil irgendwie gefühlt braucht man bei dem Spiel immer so ein bisschen länger. Man muss die Tasten halt länger drücken, damit die Aktion, also die Taste, sag ich mal, erkannt wird. Das habe ich beispielsweise beim Umdrehen oft oder sowas. Und dementsprechend wird das wahrscheinlich dann zu lange dauern, bis ich dann Guardian einsetzen kann. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wieder auf die Karte gucken, ob wir da irgendwo eine Stadt haben oder so. Das scheint nicht so, ne? Ja. Dann würde ich sagen, drehen wir uns wieder um. Können wir hier keinen... Ne, können wir noch nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal hier. Ich brauche zwar eigentlich keine Angst vor dem Monster zu haben, weil wir machen die ja irgendwie alle fertig. Vor allem, dass das zwei Pissmärken sind. Nein. Lass es, Kratos, lass es, ist meiner. Und das ist auch meiner, Kratos. Overconfidence breeds carelessness. Einmal Kirima, einmal Ko. You need to focus. I'm sorry. Ja, die englischen Stimmen sind deutlich besser als meine Stimmen. Dafür habe ich eine Stimme, mit der man schön nerven kann. So, hier waren wir schon. Da kommt nochmal einer angerannt, der will nochmal unbedingt kämpfen. We can do it. Ja. Komm. Meiner. Ich schau mal gleich nach, wie viel Geld wir dann haben. Ich gehe von 2,5 aus. Wir haben ja jetzt schon ein paar Kämpfe gemacht. Wir haben jetzt die einen oder anderen auch gerne mal ausgelassen. Da waren ja einige Monster, die wir hätten noch bekämpfen können. Aber ich hab's dann mal gelassen. 232, sehr schön. Wie viel haben wir? 2,5? Boah, fast 3. Geil. Richtig geil. Reicht zwar nie und nimmer aus, noch nicht mal für Rüstung, aber egal. Wohl. Wir gehen mal zum Haus des Heils. Komm, gehen wir nochmal strikt durch hier, einfach mal den Weg folgen. So, da hinten ist eine Brücke. Ich weiß noch nicht, wo hier... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Wo hier der Stein ist, damit wir die Gegend auch freischalten können, um da unseren Lieblingstier Noish zu reiten. Aber wir schauen mal nach. So, das haben wir auch geschafft. Geht ja recht schnell, ne? Geht ja recht schnell. Wir haben auch schon 116 Gold. Und ich sehe gerade, boah, wir haben schon die erste halbe Stunde fast rum. What? Oh, da bin ich aber clever ausgewichen. Okay, Haus des Heils. All right, let's go. Schon wieder so. I'll help.
Sword Rain! Ich einfach nur angreifen wollen. Sword Rain! Like that! Ernsthaft, willst du mich verarschen? Don't overdo it! Na komm! Endlos Attacke! Sword Rain! Komm, nächster. Meiner. Sword Rain! Dankeschön. Bei denen kriegt man irgendwie immer 232 Geld raus, ne? Ist eigentlich ganz gut. Ist aber ein guter Mittelwert, dann wissen wir, okay, wir greifen gerade die und die an. Und dann wissen wir auch dann, was schon was rauskommt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Hat was. Hat einfach was. So, Haus ist. Sie kann einfach vor das Monster. This is gonna be a piece of cake. Wir haben schon andere Gegner. Das finde ich. Don't overdo it. Aber dass sie nicht so viel geben, finde ich schade. Die Rennbauwagen sind gerade drüber, ey. Mit denen rennen wir einfach drüber. Die geben ja nicht viel. 137, wow. Was ist das denn? Nee, nix. Ist ja nix. So, wie sieht's aus? Ich bin schon Level 16. Wann habe ich ein Level Up bekommen? Kratos ist gleich Level Up. Genius ist auch gleich Level Up. Und Colette braucht auch nicht mehr allzu lange. Alter, was? Ey, wir rennen da einfach nur durch. Wir rennen da einfach nur durch, Mann. Ach komm, weißt du was? This is gonna be a piece of... Ja, komm mal, ein bisschen Spannung. Da gibt's ja 160 Grad. Ich sag, es gibt 160 Grad. We clever. Ach komm. Alter, wie viel hältst du denn bitte aus? So, danke, jetzt auf zur Hexe. Auf zur Hexe. Kannst mich nicht besiegen. Ich hab zwei super Helfer, die heilen mich, Digga. Na komm. Danke. Ernsthaft, Kratos? Willst du mich verarschen? Kratos hat ein Level Up. Sehr schön, wir haben wieder ein Blechschild bekommen, wir haben Orangengel, Reis und Brot bekommen. So viel, 217 Gold sogar, wow. Haus des Heils, wir betreten einfach mal. So, wir gehen einfach mal durch. Genau, hier können wir wieder rausgehen, genauso wie hier können wir auch wieder verlassen. Aber zuerst natürlich den Hund. Den Hund, was sagt er? Oh, er winselt wieder. Oh. Wenn ihr von hier aus nach Norden geht, kommt ihr zum Hakonesia-Pass. Aber ich glaube nicht, dass ihr ihn überqueren könnt. Warum nicht? Herrscht der Wind? Ach du Scheiße, nicht die schon wieder. Komm, wir sprechen sie an, komm, easy. Hey, wofür betest du? Ich möchte, dass alle gerettet werden. Nun, das ist eine nette Idee. Halt den Mund! Ich heiße Lloyd, und du? Was? Lloyd. Ich bin Colette. Ich bin noch unerfahren als Auserwählter, aber ich verspreche, ich werde mein Bestes geben, um die Welt zu erneuern. Ich habe euch nie nach den Namen gefragt. Oh, du hast recht, tut mir leid. Ich werde dich töten. Ich weiß. Aber vielleicht können wir in einem gemeinsamen Gespräch eine Lösung finden. Hörst du mir eigentlich zu? Ich höre zu, aber... Liebes Fräulein, Mörderin... Shina. Shina Fujibayashi. Oh Gott. Shina, du hast gebetet. Wenn man betet, dann wachsen der Seele Flügel. Ich bete auch, ich bin mir sicher, dass wir uns verstehen werden. Ich habe darum gebetet, dich töten zu können. Vergiss es, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Du sollst dich auf den nächsten Kampf gefasst machen. Och komm. Kann ich einfach mal stehen bleiben? Kann ich auch beten? Nein, ich kann ja nicht beten. Können wir hochgehen und speichern? Ja, wir sind jetzt weit gekommen. Ich möchte einfach speichern, so sicherheitsgemäß, weißt du? So, wir speichern. Ja, wir speichern ab. Das ist ja der zweite Speicherstand. Den einen habe ich ja noch offen. Den lösche ich auf jeden Fall. Oh, jetzt ist er hier da. Es tut mir furchtbar leid, aber aufgrund der Anwesenheit des Leitenden Priesters müssen Leute, die ein Anliegen haben, leider zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Was ist mit ihm? Irgendwas stimmt mit dieser Statue nicht, die dort aufgestellt ist, oder bilde ich mir das nur ein?
Keine Ahnung, also es ist ein Engel, ne? Was hat er denn? Ich muss meine Ware nach Asgard auf die andere Seite des Berges bringen. Aber dieser Coton verlangt eine wahnsinnige Summe an Geld. Lass mich mal durch. Diesem Coton werden wir jetzt erstmal eine Lektion erteilen. So, wo sind wir eigentlich gerade? Sagen, wir gucken uns erstmal grob um. Achtung Monster. Machen wir dann gleich nach dem Kampf. This is gonna be a piece of cake. Oh, das wird ja wieder ein einfacher Kampf. Na komm. Ernsthaft. Really? Noch nicht mal 15 Sekunden. Okay, so, wir schauen mal eben nach Items auf die Karte. Wir sind mittlerweile da an dem Punkt angekommen, also... Ich muss gerade so den Mittelpunkt finden, damit man doch nur das Rote erkennt. Ja, ungefähr da, Haus des... Da ist noch ein Haus des Heim? Achso, ja, stimmt. Auf einer ganz anderen Seite, auf einer ganz anderen Insel. So, wir sind mittlerweile an dem Punkt gewesen. Wir könnten eben... Wenn dann nochmal eben drauf gucken. Ne, von da sind wir gekommen. Da ist so ein dunkles Schloss, okay. Naja, gehen wir erstmal nicht hin. Wir gehen erstmal hier zu dieser. Es ist gut beschrieben. Wir gehen erstmal hier hoch. Wir müssen dann gleich zu einer. Oh, da ist ein Turm. Das ist nochmal so ein Lager. Da müssen wir aufpassen, hier sehen wir die Monster nicht. Da ist eins direkt vor uns.